Mesdames et messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, Madame Simonetta Samaruga. Liebe Anwesende, gut, dass ihr da seid. Gut, dass es in unserem Land die Meinungsäußerungsfreiheit gibt. Und zwar für etwas verändern will, fängt am besten auf dem Bundesplatz an. Genau darum haben auf diesem Platz Tausende von Lesben und Schwule für ein Schweizer Partnerschaftsgesetz demonstriert. Das war vor bald 20 Jahren. Einige von euch waren wohl schon damals dabei. Das Partnerschaftsgesetz haben wir seit 10 Jahren. Auch die Stiefkindadoption durch homosexuelle Paare ist inzwischen möglich geworden. Darüber hat es keine Volksabstimmung gegeben. Und zwar ganz einfach deshalb, weil nicht einmal das Referendum zustande gekommen ist. Selbstverständlich ist das Anliegen für die Menschen in unserem Land. Aber auch im Ausland ist man in den letzten 20 Jahren nicht stehen geblieben. Die Homo-Ehe gibt es heute in 14 europäischen Staaten. Deutschland ist kürzlich dazugekommen und selbst das katholische Irland hat aufgehört. Gehört, Homosexuelle bei der Ehe zu diskriminieren. Da fragt man sich schon, worauf warten wir eigentlich in der Schweiz? Warten wir auf die Färöerinseln? Nein. Auch sie haben die Ehe für alle diesen Sommer eingeführt. Schließlich nimmt man mit der Ehe für alle niemandem etwas weg. Wer heiraten will, kann das auch in Zukunft tun. Die Frage ist nur, warum sollen das nicht auch homosexuelle Paare tun können? Gibt es dafür einen sachlichen Grund? Wenn nein, dann ist die Diskriminierung unhaltbar. Bevor wir etwas ändern, machen wir aber wie üblich in unserem Land zuerst umfassende Abklärungen. Dabei sollten wir den Blick fürs Wesentliche nicht verlieren. Denn bei der Ehe für alle geht es nicht nur um Detailfragen zur Altersvorsorge und zum Steuerrecht. Es geht um etwas ganz Grundsätzliches. In einem Rechtsstaat ist der Schutz der individuellen Freiheit ein hohes Gut. Und dazu gehört, dass niemand wegen seiner Art zu leben und zu lieben vom Gesetzgeber benachteiligt wird. Das ist ein urliberales Anliegen und
und es ist ein Anliegen, das einleuchtet. Die Politik kann nichts erzwingen, wenn es um gesellschaftliche Fragen geht. Nicht die Politik führt den Wandel in den Köpfen der Menschen herbei, sondern die Gesellschaft sagt der Politik, was sie zu tun hat. Das hat sie beim Partnerschaftsgesetz getan, mit Erfolg. Das Motto lautete damals: Ja, wir wollen. Das Motto lautet auch heute: Ja, wir wollen. Doch etwas dürfen wir dabei nicht vergessen. Auch in einer Ehe für alle gibt es nach dem Hochzeitsfest einen Alltag. Und in diesem Alltag muss sich einiges ändern. Dass heute, im Jahr 2017, Homosexuelle offen angefeindet werden, wenn sie Hand in Hand durch die Stadt laufen, ist nicht nur stoßend, sondern ist ganz und gar inakzeptabel. Es ist leider immer noch alles andere als selbstverständlich, dass die Anliegen von Transmenschen ernst genommen werden. Auch dafür ist unser Engagement gefordert. Darum braucht es die Pride West. Denn ihre Botschaft ist klar. Die Vielfalt der Schweiz ist nicht nur eine Vielfalt der Sprachen, der Religionen und Kulturen. Wir haben auch eine Vielfalt der sexuellen Orientierung und Identität. Heterosexuelle, Homosexuelle, Bisexuelle, Transmenschen und Menschen mit Geschlechtervariante. Wir alle sind die Schweiz. Es ist mir eine große Freude und ich würde diesen Satz gerne noch fertig sprechen können. Es ist mir eine große Freude, euch allen im Namen der Landesregierung die besten Wünsche zu überbringen.